und herzlich willkommen zur 184. Sendung der satanischen Medienagenda. Ein Format, was mal als Gender angefangen hat, dann ganz schnell zur satanischen Musik und jetzt zur satanischen Medienagenda wird. Denn jetzt gehen wir wirklich in die ganze Geschichte, Politik, Medien, Zitate, Biografien und so weiter rein, um mal zu gucken, wo wirklich die ganzen Zusammenhänge sind und dass es sich auch, wie ich hoffe zumindest, die letzten 183 Folgen sich gelohnt haben. Und ich kenne jemanden, der mich da unterstützt und der das auch genauso sieht wie ich, und das ist der Jörg. Moin, moin. Jo, moin, moin, Michael. Schön, wieder mit dir hier versammelt zu sein auf dem Sonntagabend, um die zweite Lesung des Abends heute zu machen. Zwar spät und ermüdend, aber auch für andere Seite auch so geistlich erquickend. Und schön, dass so viel Zeit liegt zwischen der Aufnahme zu machen und die Aufnahme dann im Internet nochmal schauen zu können, als Premiere oder als normal hochgeladenes Video. Was ich immer wieder machen muss, weil du Dinge einfügst, wie Filmsegmente und sowas. Und das ist auch dadurch gut, weil wenn dadurch so viel Zeit vergeht, dann kann man sich da noch ein bisschen drauf zurückbesinnen und kann man das alles nochmal durcharbeiten. Und wenn man die Videos dann schaut, dann ist das, als ob man das noch nie vorher gesehen hat. Oder man sagt so, oh, das habe ich doch schon mal gesehen. Kann man wirklich, ach, war das hier? Ach, war das da? Und das ist wirklich das Schöne davon, dass man also wirklich davon genießen kann und dass man merkt, wie hier eine Lernkurve aufgebaut wird. Und da geht es ja im Grunde auch drum, weil wir wollen den Menschen ja mit diesen Videos eine Anleitung geben, um selber zu lernen. Also wir wollen ihnen helfen, wir wollen Steigbügel sein, dass sie aufsitzen können und lernen können. Aber wir wollen sie dann eben auch zum Selbstlernen anregen und nicht alles zu schlucken, was wir ihnen sagen, sondern die Dinge selbst zu prüfen, an der Bibel zu messen und selbst nachzuforschen und vielleicht sogar noch andere Dinge auszugraben, als die, die du hier ausgräbst. Und du gräbst schon eine ganze Menge aus, weil man muss ja sagen, im Augenblick ist dein Skript irgendwas von 1796 Seiten oder sowas. Das ist ja größer als bei manchen Musikgruppen, die schon Riesenformate hatten vom Skript her. Wir wissen gar nicht mehr, wie wir das im Computer speichern sollen. Da übersteigt schon bald die Kapazitäten. Und wie gesagt, lasst euch anregen zur eigenen Nachforschung hierüber. Nehmt das als Denkanstoß, was der Michael hier macht, und probiert das unter Leitung des Heiligen Geistes selber zu machen. Und deswegen möchte ich jetzt gerne ohne weitere Verzögerung Michael das Mikrofon geben. Danke, Jörg. Und wir waren in der letzten Sendung stehen geblieben mit Peter Justinov und dann auch dem Nero, was wir dann halt auch als Software kennen, die eben dann die CDs gebrannt hat. Ne? Weil Nero hat ja dann angeblich Rom abgefackelt und es den anderen, sprich den Christen, in die Schuhe geschoben. Moment mal eben, das bei dem Bild hier von Peter Ustinov, dieses Musikinstrument, was wohl eine kleine Harfe oder sowas darstellen soll, aussieht wie so ein satanischer Widderkopf mit den zwei Hörnern hier drauf. Ist das Zufall? Der ganze Film ist antichristlich. Das hört bei den Musikinstrumenten sicherlich nicht auf. Das ist mir vorher eben gar nicht aufgefallen, als wir geguckt hatten. Hier unten, das sieht aus wie so ein kleines Kreuz da drin, ne? Hier unten in dem Ding. Und hier siehst du dann die Widderhörner. Also ja, es ist, ja. Gut, nur mal eben so ein kleines Stück, was mir aufgefallen ist, ja. Ja, und da machen wir jetzt genau weiter, weil der Herr Klusterverli ja hier nicht benannt wurde, aber da mitgespielt hat, als Wagenlenker sozusagen. Und jetzt guck mal, ich habe ja noch mal überlegt, da war doch mal was in diesem Skript von Quo Vadis, was mit Babylon da anfing. Und da habe ich gedacht, gut, dann kann ich das mal eben benennen hier. Ne? Denn was vielleicht neu ist oder so, ist, dass die babylonischen Mauern Imgur Enlil und Nemed Enlil, die waren eben nach den Pyramiden von Gizeh das zweitälteste der sieben Weltwunder. Das haben wir nämlich nicht benannt in unserem Ägypten-Skript. Ha! Also, die Mauern von Babylon, die stehen heute nicht mehr, aber die waren mal das siebte Weltwunder. Also, nicht das siebte jetzt, aber eins der sieben Weltwunder gewesen. Nur redet da heute mehr keiner mehr drüber. Und das hat wohl irgendwie damit zu tun, dass über Babylon per se keiner mehr redet. Irgendwie. Komisch. Aber das scheint ja wohl ein System zu haben. Doch, in Deutschland schon, ne? Da gibt es ja jetzt Babylon Berlin, ne? Ich glaube, jeden Tag der Woche läuft das im Augenblick im Fernsehen, ne? Ja, aber nie in dem Kontext, dass es dann in irgendeiner Art und Weise sozusagen so die erste einer der ersten Zivilisationen war und dann irgendwie mit Nimrod zu tun hat. Das wird ja eben nicht oft benannt hier. Nein, das wird nicht benannt, aber und es ist schon eine teuflische Serie. Interessant ist es auch im anderen Kontext, und zwar haben die SAS, ich weiß nicht, ob das in diesem Skript hier drin steht, also der Special Air Service, wo Christopher Lee angeblich mitgearbeitet hat oder für gearbeitet hat, die haben halt in der Operation mitgemacht, um halt da Gefangene zu befreien, und angeblich war SAS in solche Aktionen verwickelt, und die Operation hieß, Nimrod, fand ich sehr interessant.
aber hier eben mal zu den Mauern von Babylon. Das hat mit Nebukadnezar zu tun, der in der Bibel zu tun hat, also der mit der Bibel zu tun hat. Die Bibel hat mit Nebukadnezar insofern zu tun, als dass er einer dieser völlig antichristlichen Herrscher ist. Und das bezieht sich dann natürlich auf Babylon, wo die Juden damals in Gefangenschaft gehalten worden sind oder beziehungsweise in die Gefangenschaft erstmal geführt worden sind. Hier habt ihr eine Briefmarke aus der damaligen DDR, eine 25-Pfennig, DDR-Pfennig-Briefmarke. Die Teil der Prachtstraße von Babylon um 580 vor unserer Zeit, VUZ. Ja, dann brauche ich jetzt ja den Kommentar nicht mehr geben, weil das fiel mir gerade auf, dass da steht VUZ, vor unserer Zeitrechnung. Ja, also genau. Noch antichristlicher kann man ja wohl ja nicht sein. Ne? Ja, das ist schon. Ne? Und was sehen wir da? Da sehen wir Löwen. Ja, der Löwe von Babylon, diesmal nicht von Karl May. Also, ne, das ist ein Herrschaftssymbol aus Babylon auch. Gut, dann machen wir mal weiter. Ja, Löwe. Aha, gut. Und das fand ich also auf jeden Fall interessant. Hier endgültig aus der Liste entfernt wurden die Stadtmauern durch den in Frankreich lebenden Gregor von Tours im 6. Jahrhundert. Möglicherweise, steht hier, war der Verfall der Mauer aus größtenteils ungebrannten Lehmziegeln und Zerstörung von Umwelteinflüssen zu Beginn des 3. vorchristlichen Jahrhunderts schon weit fortgeschritten. Das wäre eine Erklärung, dass in der zweitältesten Aufzählung der 7 Weltwunder die babylonischen Mauern gestrichen und der dafür neu errichtete Pharos von Alexandria eingesetzt wurde. Haha, guck mal. Aber raffiniert, ne? Raffiniert. Wird unseren Kindern, glaube ich, gar nicht mehr so beigebracht. Gut, machen wir weiter. Es wird nämlich jetzt relativ aktuell, was jetzt gleich kommt. Guck mal, zur Ära Saddam Husseins wurden um die Ruine der alten Stadt Babylon neue Mauern gebaut, um sich vor unbefugten Zugriffen, zum Beispiel vor Rabgräubern, zu schützen. Zugleich wurden von 1979 bis 2003 Teile des riesigen Areals rekonstruiert, etwa den 600 Räume umfassenden Palast Nebukadnezars, wie er um 600 vor Christus ausgesehen haben könnte. Die aufwendig restaurierten Ishtar-Tore und Teile der Prozessionsstraße sind heute im Berliner Pergamon-Museum ausgestellt. Eine Kopie der Berliner Rekonstruktion steht seit Hussein auch in Babylon. Also, wo ist jetzt die Original und wo ist die Kopie? Interessant, ne? Jetzt kommen wir in den Sarkasmus rein. Also, erstmal kommen die Tatsachen an, die angeblichen Tatsachen. Wir können sie nicht beweisen, aber es klingt erstmal plausibel. Also, Zitat. Während des Irakkrieges 2003 sind nach der Invasion durch die USA innerhalb des historischen Geländes der Stadt große, bis dahin unausgegrabene Flächen, zum Beispiel mit Hubschrauber-Landeplätzen, planiert worden, die jetzt mit Picknicktischen versehen für Touristen dienen. In Unkenntnis wurden diese Flächen durch das Militär wahrscheinlich als Dreckshügel in der Landschaft wahrgenommen. Zitat. Neben Zerstörungen durch soldatische Souvenirjäger richteten schwere Militärfahrzeuge große Schäden an der Struktur der Prozessionsstraße zum Ishtar-Tor an. Tausende Sandsäcke wurden mit Ausgrabungsmaterial gefüllt. Ursprünglich sollte der Stützpunkt die antike Stadt für Plünderungen schützen. Zerstörte Kulturschätze. Amerikanische und polnische Soldaten haben in der antiken Ruinenstadt Babylon im Irak Kulturschätze vernichtet. Ja, und jetzt kommt etwas, was mit Sarkasmus zu tun hat, auf der nächsten Seite. Ich meine, das kennen wir schon. Ne? Warum man da ausgerechnet diesen Soldaten da rein kopiert, ist also dann auch schon doof. Ne? Also die UN-Organisation UNESCO. Ne? Ich weiß nicht, wo ich hier anfangen soll. Also die Besatzungstruppen haben dann wohl den Hügel abgetragen, in dem noch nicht ausgegrabene Teile der Stadt aus der Perserzeit befanden. Zudem wurden die Drachen des berühmten Ishtar-Tors beschädigt. Also nix, es gibt nichts Schlechtes, was ich auch ein gutes Zeit angeblich. Aber die haben also da eine richtige... Ja, richtige Demolition, also Demolition Squad gewesen. Ne? Schwere Militärfahrzeuge richten erheblichen Schäden an, das haben wir alle schon gelernt in dem Wikipedia-Artikel. Ich wollte nur mal wissen, ob der Wikipedia-Artikel auch wirklich einwandfrei und korrekt hier zitiert worden ist, aber anscheinend ist er das wohl. Und jetzt schaut mal, wie es da weitergeht in dem Skript. Ne? Jetzt kommt hier, Zitat. Die Orient-Expertin Margarete von Eis vom Deutschen Archäologischen Institut sagt, Zitat, die Militärs haben vermutlich nicht erkannt, dass sie sich auf archäologischen Flächen bewegen und haben sie schlichtweg zerstört. Also, das kommt eben von der Orient-Expertin Margarete von S. Frau von S., ich glaube, Sie sind eine Koryphäe auf Ihrem Gebiet, aber ich glaube, Sie unterschätzen die Möglichkeiten der Militärs, die arbeiten nämlich mit satellitenunterstützter, gezielter Bombardierung. Das heißt, da werden keine Hochzeitsgesellschaften in der Regel versehentlich getroffen. Und da werden auch keine antiken Städte irgendwie ausradiert, versehentlich. Ja, versehentlich passiert da nicht viel, weil alle letzten Endes von Befehlen von oben und von der militärischen Planung da abhängig sind. Da ist nicht irgendein Soldat, der da sagt, ach, ich spiele jetzt hier einfach mal Fußball, wir stecken jetzt zwei Pfosten rein und dann randalieren wir hier mal ein bisschen und machen hier unser Picknick.
Das heißt, diese Stätten sind garantiert dem amerikanischen Militär auch bekannt gewesen. Und ich vermute mal, dass es da noch einen anderen Hintergrund hat, warum man es da dann irgendwie dann so zerstört hat. Und das mag nicht nur das Desinteresse des amerikanischen Militärs an der christlichen Historie sein. So viel mal Kommentar von mir dazu. Das meine ich jetzt so, wie ich es gerade gesagt habe. Und wie gesagt, das war die Satireabteilung. Wir können da nichts beweisen, aber aus Sicherheitsgründen sind auch keine ausländischen Forscher dort. Ne? Aber wenn man sich überlegt, wie geschichtsträchtig das ist, ist das schon komisch, dass also schon wieder die nächste biblische Stätte schon wieder von Militärs dann verunstaltet oder besetzt wird. Ne? Scheint ja kein Zufall zu sein. Finde ich zumindest. Und wenn man dann auch noch das Ishtar-Tor nach Berlin holt, gut, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde aus verschiedensten Gründen ungern in Berlin wohnen. Ich finde, Berlin hat da so ein bisschen so historische Probleme. Und da können die Bewohner von Berlin jetzt nichts für. Aber diese Stadt hat jetzt so nicht so den allerbesten Neumund. Und damit meine ich jetzt auch nicht David Bowie und seine Welthauptstadt des Heroins. Aber das ist nur ein Beispiel davon. Also Babylon, Berlin und Zweiter Weltkrieg und so weiter und so fort und Stadtteilung und so weiter. Also ich möchte da nicht wohnen. Also die Stadt hat wirklich einiges mitgemacht. Also die Stadt selber hat nichts mitgemacht, aber die Bewohner der Stadt haben eine ganze Menge gelitten. Und deswegen gehen wir jetzt auch flugs zum nächsten Thema. Wir wollen nämlich natürlich wieder auf Christopher Lee zurückkommen. Ja? Rekonstruktion ist der Grund, warum die UNESCO Babylon nie als Weltkulturerbe gesehen hat. Wer das glaubt, der weiß nicht, wer die UNESCO ist oder wofür die halt da ist. Ne, komischerweise sind aber alle möglichen heidnischen Tempel unter Denkmalschutz. Ja, also Zufälle gibt es unglaublich. Ja, also ich wollte das Skript nicht hier in die Länge ziehen, aber es geht sich hier natürlich auch um die Fitness meines geistigen Bruders Jörg, der da auf der anderen Seite sitzt in Belgien und der natürlich jetzt auch irgendwie gucken muss, dass er sich da so ein bisschen trainiert. Ne? Also Babylon ist ein Ort mit Symbolwert. Ja, inzwischen ist Berlin auch mittlerweile ein Ort mit Symbolwert. Da steht nämlich nicht nur das Ishtar-Tor, sondern auch der Pergamon-Tempel. Und nochmal, ich würde aus verschiedensten Gründen da nicht wohnen wollen. Soweit ich weiß, Bruder, wird auch in der Bibel auch beschrieben, dass Babylon, indem es einmal zerstört wird, für immer zerstört bleiben wird, nicht wieder aufgebaut wird. Und von daher ist natürlich dann das Verhalten der Soldaten auf diesen sogenannten historischen Städten plausibel, ja. Eine plausible Erklärung, nämlich die Erfüllung des Wortes Gottes. Ja? Ja, und es ist auch eine plausible Erklärung, dass es eben dann nicht versehentlich passiert ist. Eben, sondern ja, mit göttlicher Vorhersehung. Gut, ich habe ja gesagt, wir kommen wieder zurück zu Christopher Lee, bevor die Leute dann nachher sagen, ach, das wollte ich doch eigentlich gar nicht wissen. Also liebe Leute, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer und überhaupt, also ich wollte jetzt nur mal einen Schnelldurchlauf machen über die Sachen, die der Herr Christopher Lee gemacht hat. Das habe ich deswegen gemacht, damit ihr uns gewogen bleibt. Wenn ich immer sage, ach, ist alles so trocken, ich brauche was zu trinken. Er ist natürlich am bekanntesten hier als blutsaugender und blutrünstiger Vampir. Vampire gibt es nicht. Es gibt Vampire und es gibt Vampirismus, ein großer Unterschied. Aber Vampire sind normalerweise genannt oder benannt und gedacht als sogenannte Untote, also als irgendetwas dazwischen. Aber die Bibel sagt, die Toten wissen nichts und können nichts. Ihrer wird nicht mehr gedacht, sie schlafen. Und wenn ich schlafe, kriege ich nichts mit und bin nicht handlungsfähig, so wie die Venus von Milo ohne Arme. Ja, und die steht auch nur da rum, aber wie gesagt, schlafen und irgendwie aufstehen im Sarg und so weiter geht nicht, ist nicht. Ja, entweder bist du lebend oder bist tot und du bist nicht Vampir. Also Vampire und Zombies und so weiter gibt es nichts. Es hat nichts damit zu tun, dass irgendjemand teilweise tot und teilweise lebendig ist. Dieser Zwischenzustand ist typisch satanisch. Das heißt, man versucht da halt einfach, sich selber wichtiger zu machen, als man ist. Das heißt, es gibt diese Zwischenzustände, beispielsweise ist ja die Dämmerung. Da ist ja ungefähr so, als wenn man fragt, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und die aus der dunklen Seite werden immer die negative Bedeutung nehmen. Und deswegen also mit Vampir ist nicht. Da gehen wir jetzt noch ganz explizit drauf ein, auf Dracula. Keine Bange, da kommen Sachen. Ich hoffe, die werden euch gefallen. Also im Kontext gefallen, nicht an sich. Also, damit ist er bekannt geworden. Der hat also 10 oder mehr Filme über Vampire gemacht. Damit ist er bekannt geworden. Da kommt so ein Riesenkerl rein mit aufgerissenem Gesicht, mit Fangzähnen und Blut unterlaufen und macht sich dann persönlich über die Jungfrauen her. Also das, Dracula ist ein sehr sexistischer Charakter, muss man auch dazu sagen, ne? Also, wenn jemand sagte von wegen, er ist ja gar kein Sänger, doch, der ist auch Sänger, aber der ist auch sexistisch unterwegs. Das heißt, also es geht um Blut und es geht sich letzten Endes darum, das Blut dann irgendwie in die Kehle einer jungen Dame da zu schmettern.
Und das ist durchaus ein sexueller Hintergrund, ne? Frau das Opfer und so weiter. Bis hin zu den 70er Jahren, wo es mal einen Film gab, wo der hieß dann Dracula jagt Minimädchen. Damit waren die Röcke gemeint, nicht kleine, wüchsige irgendwie. Und dann hat er eben danach gemacht, 1957, Der Fluch von Frankenstein, wo er diese Frankenstein-Monster gespielt hat mit Peter Cushing. Also das ist so ein Duo gewesen, ne? So in dem Film Gut und Böse, aber halt, ne? Und dann, Frankenstein heißt übrigens der moderne Prometheus. Damit ist es auch wieder eine Allegorie. Prometheus ist der Lichtbringer. Ist natürlich eine Allegorie auf jemanden, der den Menschen dann die sogenannte Erleuchtung bringt oder göttliches Wissen bringt. Und dann letzten Endes natürlich auch Lucifer meint. Gut. Und Mary Shelley hat diese Geschichte gemacht. Und da, glaube ich, sind wir schon mal drauf eingegangen. Da muss man jetzt nicht unbedingt nochmal drauf eingehen. Und das hat eben auch mit Chemie und mit Alchemie zu tun. Und deswegen ist natürlich auch ganz klar, aus welcher magischen Richtung das wiederkommt. Wenn man schon solche Gedanken hat wie Mary Shelley, die Frau wäre auch eine eigene Sendung wert. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Herrn von Christopher Lee. Das Monster sagt nämlich, I ought to be thy Adam. Also ich bin eigentlich dafür gedacht, um dein Adam zu sein. Also in Referenz zu dem ersten Menschen, der in der Bibel geschaffen worden ist. Wir sehen, es kommt immer diese Anmerkung auf die Bibel. Ist interessant, ne? Ob wir jetzt einen Film wie Quo Vadis nehmen oder einen Film von Frankenstein nehmen. Also auch da an Stellen, wo wir es vielleicht gar nicht gedacht haben, uns vielleicht entspannen wollen oder uns unten halten wollen, also Unterhaltung, das kommt immer wieder heraus. Aber machen wir mal weiter mit dem Herrn Christopher Lee. Wie gesagt, kleiner Schnelldurchlauf für diejenigen, die noch unschlüssig sind, ob sie die nächsten 20 Sendungen durchhalten wollen oder so. Na, nur rot. Das nächste, was er gemacht hat, ist dann halt, Dracula war dann überdrüssig. Und das nächste große, was er dann gemacht hat, ist jetzt das, was kommt. Ja, also hier dann Horrorfilme. Er hat gesagt, sein Freund Dennis Wheatley, ein bekannter Autor, der interessanterweise im deutschsprachigen Raum völlig relativ unbekannt ist, also völlig nicht, aber unbekannt ist, der wäre dafür verantwortlich, ihn an dieses Okkulte heranzuführen. Das glaube ich überhaupt nicht, deswegen ist es auch der Grün. Und das werden wir auch da mal reingehen, wo das dann, dass es dann so nicht sein kann. Denn dieser Mann war mit 17 Jahren schon Zeuge einer Hinrichtung gewesen. Also da muss nicht dann später irgendjemand gekommen sein und sagen, hey komm, ich erzähle dir mal ein bisschen was. Ich zeig dir mal da was. Sondern der Mann, der hat selber genug Horror gesehen, allein im Krieg anscheinend schon. Ja, und auch vor dem Krieg schon. Naja gut, er hat auch später ja nur so eine Charakterin gespielt. Und der nächste Film, wo wir ja explizit und absolut ausführlich drauf eingehen werden, also ausführlich im Rahmen unserer Sendungsmöglichkeiten, ist The Wicker Man von 1973. Ist eigentlich für mich der absolute Key-Role. Christopher Lee war so, ich sage jetzt rück mal so aus, so besessen, diesen Film zu machen, dass er seine Dienste kostenlos angeboten hat, da das Budget so klein gewesen ist. Er hat später gesagt, dass dieser Film der beste war, den er jemals gemacht hatte. Und er hat hier was gespielt? Einen heidnischen Priester. Gut, geht weiter. Dann haben wir verschiedene andere Geschichten und so weiter und so fort. Jetzt kommt die nächste Geschichte, die vielleicht nicht allen bekannt ist. Christopher Lee-Fans natürlich. Ian Fleming, der Autor der James Bond Spionagegeschichten, und Lees Cousin, ne, Step Cousin ist also etwas entfernter Cousin, hat ihm die Rolle des Widersachers in dem ersten jemals produzierten James-Bond-Film Dr. No angeboten. Christopher Lee hat enthusiastisch akzeptiert, aber zu dieser Zeit hat dann schon der Ian Fleming von seinen Produzenten erzählt bekommen, dass sie schon den Joseph Wiseman für die Rolle von Dr. No engagiert hatten. Aber 12 Jahre später, im Jahre 1974, konnte er dann endlich James Bond spielen, aber nicht den Agenten, wo er eigentlich aus dem Geheimdienst kam. Und im Übrigen Mr. Ian Fleming auch, der wiederum mit ihm verwandt war. Sondern dann den Widersacher als Francisco Scaramanga, also auch wieder kein Engländer, Francisco, in dem Film Der Mann. Der Mann mit dem goldenen Colt heißt das im Deutschen. Mit dem goldenen Colt heißt das, genau. Mit Roger Moore in der Hauptrolle. Und im Übrigen auch mit Britt Eklund. Und der kommen wir auch nochmal später zu. Also so viel mal eben zu den Zufällen. Ne? Der eine Geheimdienstler spricht den anderen Geheimdienstler an und die sind auch noch miteinander verwandt. Also wie viele Zufälle wollt ihr noch haben? Wie viele denn noch? Jetzt gucken wir uns hier an. Kennt ihr den? Also den links kennt ihr, aber kennt ihr den rechts? Auch, ne? Der so dieses Zeichen da flasht, ey, okay, nee.
Das ist Paul McCartney. Was haben die beiden denn jetzt miteinander zu tun? Gucken wir uns noch mal an. Kennt ihr dieses Cover? Paul McCartneys Nachfolgeband heißt Wings, also Flügel. Und dies ist das Cover. Und das heißt Band on the Run, also die Band auf der Flucht. Und wisst ihr, wovon die angestrahlt werden? Von einem Verfolgerscheinwerfer. Und wisst ihr, wie der Spitzname dieses Verfolgerscheinwerfers heißt? Ich könnte mir vorstellen, der Jörg weiß das. Super Trooper, lights are gonna shine. Ja, ja. Beams are gonna blind me und so weiter. Genau, das ist ein Super Trooper. Also da seht ihr jetzt mal, wie so ein Verfolgerscheinwerfer eigentlich arbeitet, ne? Das muss jetzt nicht unbedingt dieses Modell sein, aber im Bühnenbereich ist es ein Super Trooper. Das seht ihr, dass es da einen absoluten hellen Kranz gibt und dann ist danach alles schwarz. Also es gibt da keinen großen Übergangsbereich. Ne? Das ist sehr stark fokussiert. Und den Mann, den ihr dann seht, als quasi Dritten von rechts, der von diesem einen Menschen mit dem linken Arm auf die Schulter geklopft wird, das ist Christopher Lee. Was macht denn jetzt bitte schön Christopher Lee auf dem Cover von Paul McCartneys Wings? Wo die Band auf der Flucht ist. Ich meine, die Leute sind alle schwarz gekleidet und wenn ich auf der Flucht bin, dann muss ich ja irgendetwas ausgefressen haben, oder? Was hat denn die Wings ausgefressen? Was hat denn Paul McCartney ausgefressen? Ich meine, Paul McCartney, ja? Also, ne? Von welcher Band kam der nochmal? Folge 121. Lucifer in Disguise with Diamonds. Das sind die Beatles. Da kam der her, der Paul McCartney. Und das ist jetzt der Schnelldurchlauf, das ist wirklich, da kann der Jörg jetzt schon ein Bild runterskippen, da brauche ich gar nicht mehr normal zu scrollen. Ja, das ist jetzt hier aus eben genau diesen bekannten Folge. Guck mal hier, diesen Drachen da von dieser Wand, ne? Das ist, der ist diesmal jetzt nicht irgendwie zerstört worden, ist ja auch nicht Babylon, ist ja jetzt hier auch Liverpool. Und deswegen haben die auch so komische Sachen da gemacht, aber das ist auch nicht die große Geschichte. Guckt euch die Sache an, was Abbey Road wirklich bedeutet und guckt euch diese Folge an, wenn ihr euch an Beatles interessiert, 121, dann gehen wir da ein bisschen näher oder beziehungsweise ein bisschen tiefer da rein, was da auch mit ausgesagt wird. Ne? Und da gehe ich jetzt nicht in diese Geschichte rein mit Paul is Dead. Also das geht dann um ganz andere Dinge. Aber wir skippen mal weiter. Ne? Es gibt andere Menschen, die sich damit beschäftigen, aber Mystery Babylon, sind wir schon wieder dann da, ne? Magical Mystery Tour. Ah, wo geht die denn hin? Wir gehen auf jeden Fall jetzt weiter im Skript. Wir wollen jetzt zurück zu Christopher Lee. Ne? Beatles, absolut satanisch, gar keine Frage. An ihren Früchten werdet ihr sehr kennen. Gales Unterseeboot. Und so weiter und so fort. Haben wir alle schon behandelt in Folge 121 und sogar in Folge 8, wenn ich richtig im Kopf habe. Deswegen machen wir einfach mal locker flockig weiter und machen einfach nur mehr einen kleinen Vorgeschmack auf andere Folgen, die schon längst abgedreht und die dann zum Zeitpunkt, wo das hier rauskommt, auch schon längst dann auch publiziert worden sind. Beatles, Yellow Submarine, überall seht ihr diese Handzeichen, überall seht ihr Pyramiden, überall seht ihr halt diese Grüße. Ist kein lustiger Comic, ne? Comicfilme sind auch nicht unbedingt lustig, vor allem nicht, wenn sie von Walt Disney kämen, was dieser, glaube ich, nicht tut. Ne? Aber wie gesagt, das könnt ihr euch ja mal in Ruhe angucken. Man könnte eigentlich nur Sendungen machen über Symbolik. Und hier kommt jetzt die Auflösung, warum denn die Nachfolgebands von den Beatles Wings heißt. Das hat nämlich unter anderem mit Aleister Crowley zu tun, der ja schon auf dem Cover von Sgt. Pepper's da sein Unwesen getrieben hat. Also der war schon längst tot da. Aber Crowley hat eben dann auch Dinge gemacht mit Rückwärtssprache und so weiter. Und der hat ein Buch gemacht im Jahre 1910, das heißt The Winged Beetle. Da haben wir beides drin. Da haben wir die Flügel drin und den Käfer drin. Und glaubt mir, das ist kein Zufall. Das ist deswegen kein Zufall, weil ja auf dem Album von Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, was, glaube ich, auf den nächsten Seiten kommt, eben jetzt auch da dieser Aleister Crowley draufgeklebt ist. Ne? Das ist das Buch The Winged Beetle von Aleister Crowley. Guckt euch das alles an, wenn ihr wirklich in Beatles reingehen wollt. Das ist schon quasi so ein bisschen die Quintessenz. Da ist ja Aleister Crowley benannt. Wenn man den als Vorbild nimmt oder wenn man den da irgendwo reinklebt, ne, dann ist auch bitte schon wohl klar, warum die Beatles denn da eine fröhliche, so stehen und dann halt sich da in dieser Psychedelic-Phase dann da verrennen. Wenn das die Vorbilder sind, juhu, dann wisst ihr aber auch, wo die Beatles stehen. Und wenn man dann die magische Mysterientour macht und andere Lieder wie Let It Be, Mother Mary und so weiter, da kommen die ganzen Geschichten her. Das ist alles, ja, wenn wir so wollen, Satanismus. Ne? Auch wenn es den Anstrich hat, es hätte was mit Kabbala zu tun, mit ägyptischer Mystik und so weiter. Ja, Paul McCartney und die Flügel. Und der hat da nicht am Klavier gesessen. Also deswegen kam da jetzt Wings nicht. Ne? Band on the Run.
Das ist das Ding, das Lied, auf dessen Cover von der LP dann eben der Christopher Lee war. Also die beiden kannten sich. Und die kannten sich auch schon früher. Ich glaube, das kommt in dem Skript auch noch raus. Also der kennt jetzt aus den Paul McCartney. Und er hat es auf diesem Plattencover als Strafgefangener irgendwo dann da posiert. Dann ist er nach Hollywood gegangen. Weil er eben nicht jetzt irgendwie da so Stereotyp irgendwie seine Rollen spielen wollte. Aber er hat dann später trotzdem immer wieder Stereotyp dieselben Rollen gespielt. Gehen wir mal weiter bis zu dem nächsten Interessanten. Das noch nicht. Dann hat er halt Jinnah gespielt. Er hat gesagt, jetzt hier den pakistanischen Führer, den spielt er dann da, hat er gesagt, das ist so die wichtigste Rolle, die jemals gespielt hat. Also die wichtigste, nicht die schönste, die wichtigste, wenn ich im Kopf habe. Und noch ein paar andere Dinge, zum Beispiel, den Rechtsen kennt ihr, ne? Das ist der böse Zauberer Saruman aus Herr der Ringe. Das ist aber dann schon 21. Jahrhundert. Aber der Mann hat ja auch 93 Jahre diese Erde hier durchwandelt. Ja, guck mal, hier steht noch was hier. Das sehe ich gerade jetzt erst. He had many television roles. Er hatte viele Fernsehrollen, unter anderem hier Lucas de Beaumont, the Grandmaster of the Knight Templars. Da ist er doch gar nicht so weit weg von seinen Wurzeln, ne? Sehr interessant. Lass mal reingehen. Sehr interessant. Sehe ich gerade erst. Man kann ja nicht alles beim ersten Mal sehen. Gut, machen wir weiter mit Christopher Lee. Haben wir noch ein bisschen. Das kennt man auch hier, ne? Da gehen wir auch noch rein, aber das kommt später, viel, viel später, 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 später. Da steckt nämlich einiges drin in dem Herr der Ringe. Ja. Aber im Endeffekt hat er natürlich immer mächtige oder halt in irgendeiner Art und Weise dubiose, dunkle Gestalten gespielt, ne? Das ist halt so. Hat er auch Jabberwock hier gespielt, in Alice in Wonderland hat er hier vertont. Das ist der Christopher Lee auf der BAFA-Auszeichnung 2011. Jetzt guck mal, wer da sitzt. Na, wer sitzt da? Paul McCartney, diesmal nicht auf der Flucht. Der wohnt dieser Verleihung dieses Preises an Sir Christopher Lee bei. Das sind gute Freunde. Das ist nicht nur so, dass die beiden jetzt in irgendeiner Art und Weise jetzt Mitglied, jetzt irgendwie so Bürger von England wären. Nein, die sind beide geadelt. Und guck mal, wer da auch sitzt, Jörg. Ja, der Mann, der in diesem kleinen Clip aus dem Film Die üblichen Verdächtigen sagt, der größte Trick des Teufels war, die Menschheit davon zu überzeugen, dass es ihn gar nicht gibt. Jesuiten geschult an der Georgetown Universität, die älteste Jesuiten-Universität auf amerikanischem Boden, Georgetown University, und der Schauspieler heißt Kevin Spacey. Ja, in letzter Zeit auch in die Schlagzeilen gekommen. Ach, hier ist das Bild von Georgetown University. Ja, ich kann ja auch mal nett sein, ne? Und dann sagt er zu seinem Gesprächspartner, I was playing you in the film, that was an examination und so weiter. Also der hat noch eine ganze Menge dieser interessanten Charaktere gespielt. Der ist ja auch nicht zufällig da, der trägt ja sogar noch ein T-Shirt oder so ein Pullover da von Georgetown. Ja, ich habe da nur das Video, so ein Clip, wo er da am Anfang auftritt, wo er reinkommt und die Arme hochreißt und da eben auch dieses Video trägt. Das kommt vor in meinem Video, ich meine Donaldus Trumpius in den Videos. Oder, nee, ich habe ein Video gemacht über Georgetown Universität in Englischen, Hour of the Truth. Ja, eine der letzten, Nummer 65, 66 oder sowas muss das gewesen sein. Und da kann man sich das drin anschauen. Da wird die Georgetown Universität wirklich bloßgelegt. Das ist ein Projekt, da bin ich ein paar Jahre mit schwanger gelaufen. Ich wollte das immer gerne mit Brett machen und mit Tom Fress, aber es ist da nie von gekommen. Und da habe ich gesagt, jetzt mache ich das alleine. Ich habe ein bisschen Filmmaterial. Und da habe ich so eine 1,5 Stunden Sendung darüber gemacht und die ist wirklich sehenswert über Georgetown Universität, muss ich wirklich selbst sagen. Finde ich gut. Und da kommt er auch drin vor, ja. Ja, also immer die üblichen Verdächtigen, ne? Wie auch so ein Film heißt. Ja, mal Reklame machen für meine Sendung. Ja, können wir den Link da wieder drunter machen. Dafür ist die Sendung ja da. Ja. Gut, später hat er dann auch noch Schallplatten aufgenommen. Das wird dann auch mal später kommen. Das kommt jetzt auf der übernächsten Seite. Da hat er auch so Heavy Metal gemacht sozusagen. Da kommen wir dann später rein. Hat dann auch eine sehr, sehr tiefe Stimme. Wir wollen alles mal so ein bisschen vernünftig ordnen, aber das war jetzt mal so schnell durchlaufen. Ja, ich weiß, er hat auch Star Wars, Count Dooku gemacht. Kommt alles noch. Stück für Stück, bitte.
Aber man muss ja erstmal irgendwo anfangen. Und ich fange ja immer gerne chronologisch an. Und das war jetzt nun mal so ein Schnelldurchlauf der Dinge, die dann noch kommen in den nächsten Lesungen. Ja, jetzt gucken wir mal in sein persönliches Leben. Das ist seine Frau. Die passt recht gut zu ihm. Nicht jetzt von der Größe, ne? Aber so überhaupt. Ein dänisches Modell, die heißt nämlich Birgit Kronke-Lee. Und die Karandinis, also Lees, mütterliche. Vorfahren, maternal ancestors, mütterliche Vorfahren oder Vorfahren mütterlicherseits, wie wir Ja, gerade also sagen. die Karandinis, Lees Vorfahren mütterlicherseits, wurde das Recht gegeben, um eben das Wappen des Heiligen Römischen Reiches durch den Kaiser Frederick Barbarossa zu tragen. Ausrufezeichen unterstrichen. Frederick Barbarossa hört sich erstmal toll an. Barbarossa Friedrich, heißt, ne? ja, Frederick Barbarossa heißt erstmal, das ist jetzt das englische Skript, heißt jetzt erstmal nichts anderes als Rotbart. Ja, und im Konzil von Verona, seht ihr jetzt hier in einem Video von dem Jörg, die Verfolgung drei heuchlerische Milde und die Verurteilung verstorbener Ketzer, Geschichte der Inquisition im Mittelalter, Folge 23, habe ich diesen Screenshot gemacht, wo drin steht: Das Konzil von Verona fand Ende Oktober bis Anfang November 1184 in Verona statt. Der aus dem Zisterzienserorden stammende Papst Lucius III., der dem Konzil vorsaß, erließ zusammen mit Kaiser Friedrich Barbarossa scharfe Bestimmungen gegen die Katharer, die Patariner und die Waldenser und förderte den kaiserlichen Kreuzzug. Und daneben gelang es den beiden nicht, sich bezüglich der martyrischen Güter zu einigen. Neben Papst und Kaiser reisten auch die Großmeister von Templerorden und Johanniterorden sowie der Patriarch von Jerusalem an. Dieses Konzil gilt als Partikularkonzil, zählt daher nicht zu den ökumenischen Konzilen der Kirche. Aber wir sehen, da ist eine ganz enge Verbindung von Barbarossa zum Papst. Und was machen die? Steht da drin: Die Verfolgung. Gegen. Bestimmungen gegen. Na? Also, Konzil von Verona, schon ein paar Tage her, aber nichtsdestotrotz, das ist der Ursprung, der zumindest hier im Internet verfolgbar ist, wo es dann eben darum geht, um jetzt nachzuverfolgen, wo denn hier diese Adelsgeschichte eben dann herkommt. Und die kommt hier aus der Linie Barbarossa. Das ist jetzt hier Kaiser Friedrich II., steht da hier benannt, aus eben genau diesem Skript. Da habe ich dann auch mal das verfolgt im Internet und habe da mal den Chat abgebildet. Also wenn ihr da diese Lesungen in irgendeiner Art und Weise da mal verfolgt, wenn ihr als Premiere rauskommt, könnt ihr euch da auch in dem Chat beteiligen. Ne? Ja, und das ist jetzt eben hier Friedrich Rotbart, was jetzt die deutsche Übersetzung wäre. Ne? Weil das ist ja, wie gesagt, das englische Skript. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das alles nochmal zweisprachig zu machen, sonst flippt der Computer hier völlig aus. Aber wie gesagt, das ist die Verbindung zu Christopher Lee. Der war König von Italien, König von Deutschland, also nicht Rio Reiser, sondern Friedrich Barbarossa, König von Burgund, Herzog von Schwaben und so weiter und so weiter. Ja, aber eigentlich war er, wenn man so will, Erfüllungsgehilfe des Papstes. Das ist jetzt noch sehr wohlwollend, ne? Weil hier steht nämlich drin: Friedrich I. war der Holy Roman Emperor, also der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Emperor ist klar, ne, ist nicht King, sondern halt die Stufe drüber. 35 Jahre lang sogar. Das ist eine Riesenmenge für sowas. Er war gekrönter König von Italien und Barbarossa heißt eben nur Rotbart auf Italienisch. Ganz klar. Gut, jetzt geht's mal weiter hier. Jetzt wissen wir ja schon zumindest mal, wo dann die Familie Carradini herkommt. Beziehungsweise, dass ihre Rechte über 800 Jahre alt sind. Ja? Und die Geschichten. Historiker heutzutage, die bezeichnen ihn unter den Holy Roman Kaiser, bezeichnen ihn als den größten der mittelalterlichen Kaiser. Er würde dann Qualitäten kombinieren, die fast schon übermenschlich wären und so weiter und so fort. Also der ist jetzt hier eine ganze Menge im Land. Und was hat er gemacht? Sehr interessant. Er ist in Kleinasien gestorben, währenddessen er eine Armee in den dritten Kreuzzug geleitet hat. Und da sind wir doch genau beim Thema Christopher Lee. Katholisch ohne Ende und total interessiert an Krieg. Das ist das Wappen von dem Haus von Carandini. Coat of Arms. Ja, hier steht es ja drin. Record of the family go back at least to the 12th century, also zu dem 12. Jahrhundert. Das ist geschmeidige 800 Jahre plus. Ja, der Titel Graf, Count, wurde verliehen in der Schlacht von Lepanto.
eine Koalition von katholischen Christen, ja, okay, hätte ich jetzt auch mal hier grün anstreichen müssen, ja, arrangiert von Papst Pius V. und eine absolute Niederlage, große Niederlage der Flotte des Ottomanischen Reiches im Golf von Patras. Das spanische Königshaus oder die spanische Königshaus und die Venezianische Republik waren die Hauptkräfte dieser Koalition. Kann man doch mal wieder einiges dran sehen. Ne? Also das ist schon interessant. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel ich da grün anstreichen muss. Also das ist ganz, ganz, man muss ganz, ganz sezieren hier, was man liest. Aber nochmal, es geht sich jetzt hier nicht um die Geschichte des Spanischen Empires oder der Venezianischen Republik, sondern um Christopher Lee. Also machen wir einfach mal weiter. Wir wissen ja jetzt, Friedrich Barbarossa kommt die Geschichte her. Seine Linie, sagt er selber, geht zurück auf Karl der Große. Das war noch weiter vorher, 800. Und auch wenn er Carandini googelt, es kommt der Christopher Lee irgendwo mit raus. Filippo Carandini war ein italienischer Kardinal der römischen Kirche. Also sehr, sehr, wie soll ich mal sagen, papsttreu, ne? Gut, gucken wir uns an, was der gemacht hat. Gestorben ist er übrigens in Modena. Da kommt Ferrari auch her. Papst Pius hatte ihn zum Hausprälat seiner Heiligkeit ernannt, auch zum Kardinaldiakon und so weiter. Und er starb nach kurzer Krankheit in Modena und wurde in der Kathedrale beigesetzt. Das ist die Biografie. Und er sagt jetzt hier, Carandini war ein enger Freund von Pompeo Batoni. Ein enger Freund. Was hat der Pompeo Batoni denn so gemacht? Der hat eine Reihe von Arbeiten gemacht. Der war nämlich Künstler. Guck mal hier, Apollo und die zwei Musen, Achilles und Nikopedides oder der Niedergang, also der Fall, der Niederfall von Simon Magus oder die Bezwingung von Simon Magus in der St. Petersbasilika in Rom von Pompeo Batoni, dem Freund von unserem Kardinal. Guck mal an, auf der nächsten Seite habe ich nämlich, glaube ich, das Bild da reingeklebt. Genau, da ist das. Ja, sieht so aus, als wenn irgendjemand geschwebt wäre und dann zu Boden geschmettert worden ist. So einer Offenbarung 12,9, ne? Irgendwie auf den Boden geknallt. Also so, ne? Ja, so ist das halt. Basilika St. Peter. Also der hat für den Petersdom gemalt. Hm? Die nehmen nicht jeden da. Wenn ich mich an die Geschichte richtig erinnere, dann erzählen sie, dass der Simon Magus da halt mit seinen Zauberkräften sich bewogen hat. Und ja, dass dann der Apostel Petrus eben mit einem Donnerspruch, wie auch immer, dafür gesorgt hat, dass er eben niederknallt auf die Erde. Ja, und das steht eben nicht in der Bibel drin. Also eben diese falsche Geschichte, dass Petrus in Rom war. Eben, eben. Das Einzige, was ich wirklich glaube, ist, dass Simon Magus sich da mit magischen Kräften in die Lüfte erhoben hat. Und dass Simon Magus in Rom war, da, glaube ich, besteht kein Zweifel dran an irgendjemanden, der also wirklich die Bibel glaubt, weil Simon Magus ist derjenige, auf den sich die römisch-katholische Kirche beruft, ohne es natürlich laut zu sagen, der ihr erster, zwischen Anführungszeichen, Papst war. Ne? Also der Bischof von Rom, weil der erste Papst war ja erst 606 Boniface III. Oder Innozenz III.? Ne, Boniface III. War es, glaube ich. Ne? Ich verwechsel die immer. Ich vergesse den Namen immer. Kannst du ja vielleicht später hier mal reinschneiden mit einem Stück Text, welcher das war, der 606 von Kaiser Phokas zum ersten Papst ernannt wurde. Und davor waren sie alle nur Bischöfe. Ja, ich glaube, ja, Boniface III., aber ich bin halt nicht ganz sicher. Mhm. Und das beruht halt auf den Bischöfen von Rom, wovon eben Simon Magus meines Erachtens der erste war. Bonifatius III. War das, ja. Danke, ja. Und wir hatten das ja auch geklärt in unserer Studie, Englisch leider nur, 17 Teile, glaube ich. Peter was never in Rome, ne? Also ja. Petrus war nie in Rom, wo wir auch das Buch gelesen hatten von Ernest L. Martin und davor noch eine interessante 7-teilige Studie gemacht haben, bevor wir in das Buch reingegangen sind. Also wer Englisch kann, schaue sich das bitte an. Das ist wirklich, wirklich absolut interessant. Und das zeigt euch wirklich die Wurzeln dieser Synagoge Satans, wie sie auch heißt. Und übrigens, dass es die Synagoge Satans ist, das sagt Jesus Christus selber in Offenbarung 2, Vers 9 und 3, Vers 9 oder 3, 19, also in Offenbarung 2 und 3, ne, die sich selber Juden nennen, obwohl sie keine sind. Ne? Das geht jetzt ein bisschen zu weit, um das vielleicht zu erklären, weil die römisch-katholische Kirche meint ja, dass sie die wahre Kirche Christi ist.
Wir wissen, dass die wahre Kirche Christi die wahren Israeliten oder die wahren Juden sind. Nee, und die nennen sich eben die wahre Kirche, obwohl sie nicht sind. Und das ist ja interessant. Wir machen da gerade eine Studie von Horae Apocalypticae, also Stunde der Apokalypse von E.B. Eliot aus dem 19. Jahrhundert. Ein absolutes Meisterwerk. Kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Und da kommen eben solche Dinge drin vor. Und da eben auch hier der Simon Magus, der da vorkommt. Also das ist eine, und das möchte ich mal eben hierbei sagen. Also es ist nicht nur eine in der Bibel festgehaltene historische Figur, sondern die ist auch in normalen historischen Schriften bestätigt, dass es den gegeben hat. Das muss man da eben deutlich zusagen, ne? Also die Bibel ist wahrer, als die meisten Leute es wahrhaben wollen. So, es ist zwar spät und wir sind fast bei einer Stunde, aber du merkst, wenn es um dieses Thema geht, dann werde ich auch immer wieder wach, ne? Ja. Ja, wir haben ja jetzt noch 43 Minuten, also von daher. Ja, das ist eben hier die Basilika St. Peter, wo eben genau dieses Gemälde eben hängt von diesem Freund von dem Kardinal Carandini. So viel mal eben dann zu den Verbindungen zum Papsttum. Kann man ja nicht anders und sprechen. Was soll das sonst sein, ne? Hier steht nämlich genau drin diese Geschichte mit der Levitation, was du eben benannt hast. Ne? Und du weißt jetzt auch, warum es der erste Papst hier durchgestrichen ist, ne? Ja, wunderbar, Michael. Ich habe das Skript vorher nicht gelesen. Ich wusste ja Ja, nicht, dass es hier deswegen ja, rankommt. Sonst hätte ich deswegen. mir das ersparen können, das zu erklären. Aber ja. Deswegen ja, genau, genau deswegen, ja, So habe ich auch mal richtig. meine berühmten 5 Minuten gehabt, ne? Ja, alles gut. Ja, jetzt guck mal weiter hier. Eine italienische Historikerin habe ich hier ausgegraben, das war Silvana Seidel-Menchi. Die studierte Universität Florenz und Universität Basel und forscht zu Erasmus von Rotterdam. Und da habe ich jetzt eine Seite, die ist jetzt in der nächsten Geschichte. Kommt nämlich jetzt ein Bild. Es ist aus diesem Buch hier: Erasmus als Ketzer. Ja? Reformation und Inquisition in Italien des 16. Jahrhunderts. Sicherlich ein sehr interessantes Buch, aber es geht sich um einen anderen Punkt. Und zwar um den Punkt, wunderbar, sehr schön. Erasmus vor dem Inquisitor. Guck mal, was hier steht. Dass die Diskussion über Erasmus nicht auf die Jahre 1559-60 beschränkt blieb, in denen das Thema Bücherverbot durch die Veröffentlichung des Index aktuell war, wird durch ein Dokument von 1574 aus Modena belegt. Dalida, eine Adlige aus dem Hause Carandini, unterhielt eine vertraute Beziehung zu dem Jesuiten Bonfio de Bonfi, mit dem sie zur gegenseitigen Erbauung Gespräche über spirituelle Fragen zu führen pflegte. Punkt. Ich finde, das ist ein guter Treffer. Ich weiß Ja, nicht, wie du das siehst. beim Schiffe versenken spielen, sagt man Treffer versenkt, so ungefähr. Ja. Ich denke, das ist dann schon irgendwie klar. Ne? Dass da auch Verbindungen sind vom Haus Carandini zu den Jesuiten. Zumindest zu dieser Zeit schon. Wir reden von 1574. Wie gesagt, da kann jeder selber auf die Reise gehen, aber ich finde es mehr als auffällig, wie stark die Verbindung vom Hause Carandini, also mütterlicherseits von Christopher Lee, zu dem Papsttum ist. Lee war verlobt. Jetzt gehen wir wieder weiter zurück aus der Geschichte wieder zu Herrn Christopher Lee. Ich hoffe, dieses Skript ist wirklich kurzweilig. Ich habe mir wirklich große Mühe damit gegeben, das einigermaßen so zu machen, dass es dann nicht langweilig wird und für jeden etwas bietet. Lee war verlobt in einer Zeit in der späten 1950er zu Henriette von Rosen, die er dann an einem Nachtclub in Stockholm, das ist in Schweden, da wo die Gruppe aber, ne, da eben einen Nachtclub getroffen hat. Ihr Vater. Der Graf Fritz von Rosen hat dann eben gesagt, Mensch, also da musst du mir jetzt irgendetwas bieten und Referenzen haben und so weiter. Er hat sogar private Detektive angeheuert, um ihn dann aufzulauern und hat eben dann gebeten um Referenzen, die dann Lee beigebracht hat. Und zwar die Referenzen, die er beigebracht hat für seinen Schwiegervater in Spee, also in Erwartung, von Douglas Fairbanks Jr. Douglas Elton Fairbanks Jr. ist ein Knight of the British Empire. Ach ja. Von 1909 bis zum Jahre 2000. Also der ist auch ziemlich alt geworden, kann man nicht anders sagen. Und hat auch bekannte Filme gemacht, beispielsweise Der Gefangene von Zender und Die Korsischen Brüder und so weiter. Und das war der Sohn des berühmten Actors, also Schauspielers Douglas Fairbanks. Und er war auch mal verheiratet mit Joan Crawford.
Jetzt gucken wir uns mal die nächste Seite an. Da finden wir erstmal nichts, außer dass dieser Mensch auch in Action Operation Husky, ja, United States, Navy Beach Jumpers und so weiter, Sizilien. Also guck mal, woher kannten die sich? Aus dem Krieg wahrscheinlich, ha? Steht da ganz oben, hat der Jörg jetzt richtig prima gescrollt. Ja, das ist echt völlig irre hier. United States Navy Beach Jumpers saw the initial action Operation Husky, the invasion of Sicily. Ja, und wo war Christopher Lee? Na, ihr kennt ihn doch noch da auf diesem Schwarz-Weiß-Foto, wo er da in Vatikan, da in Rom da grinst. Der Mann hat ganz andere Hintergründe, warum der da grinst, glaube ich. Ja, also das ist mal eine Geschichte hier. Der ist auch hoch ausgezeichnet, ne? Also man kennt sich vermutlich dann eher auch daran. Ja, und in Hollywood kennt man dann auch andere Menschen. Also dieser Mensch hat Verbindungen. Wenn er damals schon, wir reden jetzt über Ende der 50er Jahre, jetzt schon Hollywood-Größen gekannt hat, ist das kein normaler Schauspieler, wo man jetzt sagen könnte, ja, der ist so zweite Liga oder sowas. Ne? Gar nicht zweite Liga. Ja, und hier British-Karriere, sagt jetzt hier die Wikipedia. Es ist keine andere Quelle als Wikipedia jetzt hier. Fairbanks hat viel Zeit im Vereinigten Königreich in England verbracht, wo er ganz gut bekannt war in den höchsten sozialen Kreisen. Das ist eine tolle Anspielung auf den Adel auch, ne? Höchste soziale Kreise. Wer soll das denn sein in England, wenn es dann Unterhaus und Oberhaus gibt? Und Oberhaus sind die Lords, das sind die Adligen. Ihm wurde verliehen die Honorary Knight Commander, also KBE, in 1949 schon. Und hat dann auch den britischen Thriller State Secret, also Staatsgeheimnis, gespielt. Auch interessant, ne? Ach ja, und 61 war dann eben bei der Hochzeit von Prinz Edward, dem Herzog von Kent, und hast du nicht gesehen. Also, die kennen sich alle untereinander, ne? Die kennen sich alle untereinander. Das Coat of Arms, das Wappen von Douglas Fairbanks Jr. Also, das sind keine normalen Soldaten, bitte. Das sind doch keine normalen Schauspieler. Die haben alle andere Verbindungen. Die haben alle noch ganz andere Verbindungen. Die haben alle noch ganz andere Connections oder Vitamin B, wie wir sagen würden. So, also B für Beziehungen irgendwo. Ne? Ja, die zum Beispiel hier. Ne? Ne? Insignia of the Knights of Justice of the Order of St. John. Tja. Wo kam wohl dann die Geschichte her, dass er dem Christopher Lee dann in irgendeiner Art und Weise unter die Arme geholfen hat mit seinen Referenzen, um die Anwerbung seiner damaligen Verlobten? Wir erinnern uns, ne? Der Christopher Lee ist auch Order of St. John. Und das ist alles, haben wir schon in der ersten Folge, glaube ich, benannt, alles hoch- und erzkatholisch. Und auch dieser Schauspieler war hoch- und erzkatholisch. Also, dass, wenn jetzt noch irgendwie jemand zu mir sagt, von wegen, ja, jetzt ist alles irgendwie Zufall oder so, also dann weiß ich nicht. Hm? Dann weiß ich es echt nicht. Mhm. Das mal, jetzt eben, mal eben dazu, was du jetzt gerade sagst. Man merkt immer mehr, dass diese teilweise Familienbande, die das sind, also Blutsbande, aber auf alle Fälle sind sie Brüder im Geist. Und man merkt doch hier ganz deutlich, dass wir hier über Menschen sprechen, die das Zeichen des Kain tragen. Ja. Wir merken doch hier ganz deutlich, dass die Geschichte oder die Geschichte, die Bibel erzählt, so wahr ist, wo Gott sagt, dass er eben Kain verflucht und Kain eben auch, wie wir aus Herrscher des Bösen wissen, ja zu dem Herrscher über die Menschen macht, und dass das eben eine bestimmte Blutlinie ist oder eine bestimmte Linie Menschen ist. Eine bestimmte Familie ist, die über eine andere bestimmte Familie herrscht. Ne? Ich werde Feindschaft sehen zwischen deiner Saat und der Saat der Frau, und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. So ungefähr lautet Genesis, also Kapitel 3 aus dem ersten Buch Mose, Vers 15. Ne? Und ich glaube, es hat selten Videos gegeben oder Videoserien gegeben wie diese, wo das so deutlich herauskommt, dass die eben alle miteinander verbunden sind. Und das Tollste ist, wenn man die Bibel kennt, dann weiß man, warum sie verbunden sind, und da weiß man, dass sie verbunden sind, dann ist das keine Spekulation mehr, dann ist das hier die fleischliche Bestätigung des geistigen Wortes Gottes. Und das finde ich persönlich das Allerbeste. Mhm. Ja.
Und du siehst, es hat alles, die sind alle letzten Endes in diesen katholischen Orden, also die kennen sich untereinander und helfen sich ja untereinander. Das war also jetzt eine Quelle. Es wird also noch interessanter. Also die Crawford, mit der er jetzt wieder, die war mit Clark Gable und mit Catherine Hepburn umsonst geworben und so weiter und so weiter und so weiter. Aber ich gehe jetzt nicht in diese ganze Hollywood-Geschichte rein. Aber dieses Coat of Arms symbolisiert angeblich die amerikanischen und britischen Anteile und das blaue Atlantische Ozean ist eben dann bei dem seidenen Knoten der Freundschaft dann. Ja, wie auch immer. Also nochmal eben. Der Name von Douglas Fairbanks, also dieser als Ritter des St. John's Orden übrigens, ist dann auch mal in den Profumo-Skandal auch mit eingeflossen. Profumo-Skandal war ein britischer politischer Skandal von dem Herrn John Profuma, dem Secretary of State for War. Also das hat mit Krieg zu tun. Und der Christine Keeler, einer 19 Jahre alten Möchtegern-Modell. Also irgendwie... Ich weiß nicht. Also irgendwie ist diese ganze jungen Mädchen da, die sind in diesen Zirkeln nicht gut aufgehoben. Gut. Aber nochmal, jetzt geht weiter. Jetzt mit, ich will mich jetzt weiter hier mit dem Herrn Fairbanks jetzt hier, das ist übrigens der Junior, über den wir die ganze Zeit sprechen, hier aufhalten. Ne? Ich meine, das ist kein normaler Schauspieler, der dann halt so ein Grab hat, ne? Oder? Aber der hat auch noch 3 Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame, also 2 mehr als Kinski. Also Kinski hat überhaupt keinen auf dem Walk of Fame, aber auf jeden Fall in Los Angeles, da wo es zählt, hat er 3 Sterne. Ne? Für Filme, Motion Pictures, einer für Television und einer für Radio. Ja, also. Und ich glaube, dass seine Verbindungen zum Order von St. John ihm dabei so ein bisschen geholfen haben. So viel mal dazu. Die Verbindung zwischen ihm, Douglas Fairbanks Jr. und Christopher Lee. Also er hat dann für ihn so quasi so, ne, wenn man so will, gebürgt. Aber wird noch besser. Wird noch besser. Der zweite, der da gebürgen wollte, oder bürgen sollte, besser gesagt, war John Edward Boating. Was ist denn das? Boating? Von den Boating Brothers. Gucken wir uns auf der nächsten Seite kurz an. Der war ein englischer Filmemacher und es gab dann eben so identische Zwillinge, die dann eben diese Charter Film Productions gemacht haben, diese Filmgesellschaft, die 1937 schon dann lanciert worden ist. Also kommt wieder aus dem Filmgeschäft, genau wie Douglas Fairbanks Jr. Und der Herr Joe Jackson wollte da auch bürgen. Und das war ein britischer Police Officer in der London Metropolitan Police, Metropole. Metropolis ist ein Bischofssitz. Und der war eben der Police Officer in diesem Bischofssitz und hatte da noch ein paar andere Geschichten. Und der wurde dann auch wiederum 1958, wir reden ja jetzt so bei Ende der 50er Jahre, wurde dann CBE, Commander of the British Order of the Empire. Da muss er doch wohl doch sehr, 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 sehr treu gewesen sein im britischen Empire. Und Lee hat dann gesagt, also das waren die 3 Menschen da, ne, und man sieht an allen 3, die haben irgendetwas mit, also 2 davon haben mit dem Film zu tun, 2 davon sind auch mit dem britischen Empire eine Auszeichnung. Und Lee hat dann eben gesagt über seine vergrößerte Familie da, das war ein bisschen surrealistisch, wie so ein Louis Buñuel-Film, Entschuldigung, ich kann jetzt nicht Spanisch aussprechen. Lee had to have the permission of the King of Sweden to marry. Also, Lee musste die Genehmigung des Königs von Schweden beibringen, um zu heiraten. Lee hatte ihn ein paar Jahre vorher getroffen, währenddessen er eben die Erzählungen von Hans Andersson verfilmt hat, wofür er dann halt his blessings erhalten hat, also seinen Segen erhalten hat sozusagen oder seine Auszeichnung erhalten hat. Also nochmal, Lee had met him some years before. Also er kannte sogar den König von Schweden persönlich. Wir reden jetzt hier immer noch von den 50er Jahren. Wir reden jetzt hier über Knights of St. John. Wir reden hier über Commander of the British Empire. Wir reden jetzt hier über Geheimdienste und so weiter. Also ich glaube nicht, dass so ein Tim Schweiger den persönlich jetzt den König von Schweden kennt. So, und dann kurz bevor der Hochzeit hatte er dann eben diese Verlobung beendet und er hat also gesagt, nee, also meine finanzielle Situation und hat sich dann so ein bisschen daraus manövriert und wurde dann eben vorgestellt, Lee was introduced, wurde dann vorgestellt der dänischen Malerin und dem früheren Modell Birgit Gitte Kronke durch einen dänischen Freund. Der ist aber jetzt nicht weiter, da müsste ich aber jetzt mal in die Tiefe gehen, wer das jetzt gewesen ist, habe ich jetzt nicht gemacht und so weiter. Und sie hatten dann eine Tochter bekommen, 1963,
die Erika Carandini-Lee. Das ist übrigens dieselbe, die ihr in dieser Show gesehen habt, in der letzten Folge da, This is Your Life, die da auf dem Stuhl saß, das junge Mädchen. Ne? Die war dann zu diesem Zeitpunkt, 1974, war die dann ungefähr 11, 10 oder 11. Ne? Genau. So, er war 1,96 groß und so weiter und so fort. Und er ist dann also auch gestorben im Jahre 2015. Soweit jetzt erstmal zu dieser Geschichte. Jetzt wissen wir ja schon, contrary to popular belief, also im Gegensatz zu dem allgemeinen Glauben, hatte er eben keine große Auswahl oder keine große Bücherei über okkulte Bücher. Als er eine Ansage gegeben hat, vor der Universität College Dublin 2011, hat er gesagt, irgendjemand hat geschrieben, ich hätte 20.000 Bücher, ich müsste in einem Bad leben oder ich müsste in dem Ortbad leben. Ja? Interessante Wortspielerei hier, ne? Ich habe vielleicht 4 oder 5 okkulte Bücher. Er hat weiterhin dann eben seine Studenten gewarnt vor okkulten Practices, also Praktiken, und hat zu ihm gesagt, Zitat, ich habe Menschen getroffen, die behaupten, sie wären Satanisten. Oder die eben behauptet hätten, sie wären in irgendeiner Art und Weise beschäftigt mit schwarzer Magie. Wie auch immer, er hat also dann nie in irgendetwas mit zu tun gehabt und er hat aber dann trotzdem alle gewarnt, hat gesagt, niemals, niemals, niemals. Du wirst nicht nur deinen Verstand verlieren, sondern auch deine Seele. Punkt, Zitat, Ende. Und diesen Ausschnitt haben wir auch als Video. Der geistert in Anführungsstrichen. Nein, nein, der ist schon materialisiert. Der materialisiert sich überall im Internet. Ja, so viel mal dazu. Ne? I had to live in a bath. Sehr interessanter Ausdruck, ne? Hat nicht gesagt Bathroom. Hat gesagt Bath. Ach, guck mal, hier steht es genau. Anderson Legacy, BBC, This is Your Life. Das ist die Geschichte, wo ich diesen Auszug da gemacht habe, genau eben für das Video. Mach nochmal bitte eine Seite weiter, damit ich mal gucke, wie das Skript jetzt hier weiterläuft, weil mein Computer will gerade nicht mehr. Ich muss jetzt da auf dein Skript gucken. Ja. Ja, und das ist jetzt hier noch zum Abschluss dieser Lesung. Scrollen wir mal ganz kurz durch alle 280 Titel. Da bleibt dann der Jörg auch richtig fit. Ne? My Brother's Keeper ist schon interessant. Das ist schon ein Ausbruch auf der Bibel. Ne? Das hatten wir als erste Pilotfolge von Miami Vice, Brother's Keeper. Also ihr seht, es gibt überall Anmerkungen auf die Bibel. Ne? Quo Vadis hier, ne? Chariot Driver, uncredited. Wenn ihr mal guckt, diese ganze Geschichte, Top Secret, ne? Also absolut geheim, einen russischen Agenten gespielt und so weiter. Also überall, was da ist, ne? Was er da gespielt hat, entweder Militär oder halt dunkle Geschichte. Also ihr werdet euch schwer damit tun, 20 Filme von Christopher Lee auf 280 zusammenzutragen, wo er dann irgendwie mal einen Liebhaber gespielt hat. Da war der Mann nicht für gedacht. Wir gönnen ja jedem alles irgendwo, aber bei ihm ist wirklich die Anhäufung von päpstlichen Diensten, von Ritterorden und von der Darstellung von bösartigen Kreaturen ja nur wirklich mehr als augenfällig. Ja? Übrigens interessant auch, dass also Dracula hier als Count bezeichnet wird, ne? Also als Graf, ne? Schon wieder ein Adelstitel. Ist also nicht irgendjemand, sondern ich meine, wo lebt denn der? Der lebt auf dem Schloss, gell? Aha, erster Hinweis, ne? Weil der Onkel war ein Vampir, da hat er dann Baron Roderico da Frank Kuchten gespielt, wenn das mal richtig übersetzt ist. Ja. Aber sehr interessant. Oder hier Nero, den Magier. Ah, The Devil's Daffodil. Nein, die rote Orchidee, die Piraten des Blutflusses. Agent des Teufels, das tödliche Halsband. Ja, das ist die Geschichte der Katharsis, Mephistopheles heißt das, nicht Toles eigentlich, aber gut. Das ist auf jeden Fall der Teufel gemeint. Ne? Schon wieder ein Grafen. Schon wieder ein Grafen. Ein Doktor, ein Sir, ein Grafen. Ja, das geht unendlich weiter hier. Ne? Ein Drache Nummer 4, auch sehr interessant. Das ist ja, also der Mann ist so ergiebig, also wirklich, also mehr, besser als Ferry Ultra. Ne? Also der Christopher Lee ist echt so ergiebig da. Ja, The Devil Rides Out, Duc de Richelieu, ja, Dr. Fu Manchu, Graf Dracula, Doktor, ach, ich weiß schon gar nicht mehr, ein Vampir und Scream Again, unglaublich, also was da alles zusammenkommt. Ja, in manche der Filme, die jetzt hier kommen, da sage ich nichts zu, aber da gehen noch explizit drauf ein. Da kommen Dinge, da kommen auch wieder Verbindungen, wo der Jörg dann wirklich seine helle Freunde Hand dran hat, hoffe ich zumindest. Auch wenn das alles satanische Medienagenda ist. Die können nichts anderes machen, als letzten Endes die Promotion machen für die dunkle Seite. Ne? Egal, was ihr jetzt hier seht. Horror Express, Todeslinie, nichts als die Nacht.
The Creeping Flesh, die satanischen Riten von Dracula, The Wicker Man, dunkle Plätze, ah, Diagnose Mord. Das ist doch nicht mehr normal, wenn du die Titel hier durchliest. Das hat doch alles nur mit Mord, Totschlag, ja, Macht, ja, Teufel. Ja, deswegen habe ich sie hier drin stehen. Ist ja unglaublich. Wie viel waren das? 280 ungefähr. Mensch, da bin ich auch nicht mehr bei der Hälfte hier. Ja, ja. Wie kann einer 280 Filme machen? Alle über solche. Ja, das kann man, wenn man da ein besonderes Talent für hat. Oder Inspiration, ne? Das Haus der langen Schatten. Neue Magie. Ja, das ist ja gleich geschafft. The Rosebud Beach Hotel, das klingt ja mal annehmbar. Na, wäre ich nicht so sicher. Ich weiß, deine nicht, Schwester geht, ist aber ein Werwolf. Ja, eine dunkle Mission, die Maske des Mörders. Ja, die französische Revolution, die Mordgeschichte. Gremlins, der Dieb des Regenbogens. Ja, ganz toll. Ein lustiger Mann. In Gremlins hat er auch mitgespielt? Ja, Gremlins 2 hier, ja. Ah. Dr. Katheter. Katheter. Ist doch eine Urinleitung. Ja, muss er bis schon an vorbei. Ja. Sleepy Hollow. Ah, das ist doch mit Johnny Depp, ne? Ich weiß es nicht, da ich nicht mein Film. Ja, Sleepy Hollow ist mit Johnny Depp, ja. Hier, den bösen Zauberer, Lord of the Rings. Da geht es um irgendwie so einen komischen Ritter, der irgendwie jemanden da oder durch die, oder einer, der ohne Kopf, der da alle anderen enthauptet irgendwie, Sleepy Hollow. So, ja. Ja, Count Dooku, also auch eine negative Spur. Oh, Crimson Rivers. Ja. Da gibt es einen Teil 2 von. Da habe ich mal in Französisch den ersten Teil gesehen, glaube ich. Das war ein wahnsinniger Film. Muss ich echt sagen. Ja, und du siehst ja auch hier bei Star Wars zum Beispiel. Alleine schon der Titel Star Wars heißt Krieg der Sterne. Ja, und damit, wenn man das auf die Bibel dann überträgt, ist es dann mit der Offenbarung 12, ist es dann Krieg der Engel. Ja. Ja, Alice im Wunderland, die Season, die Saison der Hexe, The Resident, The Wicker Tree, Dunkle Schatten. Also das sind jetzt, glaube ich, 210 Filme und der Rest ist dann Television. Grabesgeschichten. Ja, alle sowas, ne? Nachtzug nach Lissabon. The Hobbit. Das Necessary Mädchen von Nagasaki hat wahrscheinlich auch nichts mit Atombomben zu tun, ne? The Hobbit. Und jetzt kommt Fernsehen hier. Ja, aber das ist, wie gesagt, also egal, was du da siehst, das ist hier, Chevron of Fallen Stars. Chevron ist ein V-Symbol der militärischen Einheiten, die den Rang darstellen, das übrigens auch nichts anderes ist als ein Zeichen Satans, ne? V. Das ist das, was ich damals vergessen hatte bei Earth, Wind & Fire, wo ich nicht drauf kam, wie dieses Zeichen heißt, weil ich Chevron gar nicht übersetzen kann. Da müsste ich meinen Übersetzer mal bemühen. Ich kenne es ja nur unter Chevron. Das ist doch so eine amerikanische Unternehmerfamilie, ne? Wir haben doch das hat doch, glaube ich, Chevron, wie heißt das, Chevron Oil oder sowas, ne? Ja, die kommen aus dem Ölgeschäft, glaube ich, ne? Ja, irgendwas Ähnliches, ne? Aber wie gesagt, das ist auch ein Symbol. Ich weiß im Augenblick gar nicht, wie das in Deutsch heißt. Ich glaube, dass die so ein Pentagramm als Symbol haben, Chevron. Ja, das sowieso, ja, das stimmt. Aber ich meinte jetzt was anderes. Der Winkel, ach so, Winkel heißt Chevron. Ja, wusste ich es nicht. Kenne ich jedes Jahr, ne? Ja, Tales of the Vikings, One Step Beyond, Alfred Hitchcock, Light Entertainment Killers, Poor Devil, da gehen wir auch noch rein, in die ganzen Geschichten. Ja. Pirate, Viel zu früh tot, Once Upon a Spy. Charlie's Angels. Ja. Ja, Sachen gibt's. Es ist wirklich, also Christopher Lee, als ich in dem Skript gearbeitet habe, habe ich echt gesagt, boah, das wird wirklich dem Jörg gefallen. Also da ist so viel drin mit Papsttum und so viel drin mit Geschichte. Beauty and the Beast, The Chronicles of Indiana Jones. Death Train, Todeszug, Menschen von morgen. Guck mal, Moses hat der Ramses der Zweite gespielt. Das ich passt. Ich wollte gerade sagen, Moses, ja, das spielt er auch noch mit, ja. Ja, früher war es Jules Brenner, ne? Früher war es Jules Brenner ja. Und jetzt war es Christopher Lee, ne? Ja, aber der spielt den Pharao halt, ne? Ich weiß nicht, er spielt hier Ramesses. Ist das der Pharao? Ramesses der Zweite? Ja, ich jetzt mal, das ist ein Übersetzungsfehler. Also er kann eigentlich nur die Gegenseite spielen. Ja, das schon. Ja, Moses wird er nicht gespielt haben. Ne? Nee. Ivanhoe. Ja. Geistergeschichten für Christmas, ne? Für Weihnachten, toll. Ja, also. Ja, ja.
Ja. Oder hier, der hat den Kardinal Stefan Wyszynski gespielt bei dem, ja, da, hier, Pope John II. Ja. Ach, dann sei es ein Kardinal gespielt. Ne? Das ist doch passend für die Familie Carandini. Videospiele. Ja, Erzähler und Sprache und so weiter und so fort. Also das ist. Ja, der hat eine ganze Menge gearbeitet, ne? Und der hat spät angefangen mit der Schauspielerei. Da war er schon weit über 30. Also, ich finde das recht spät für einen Schauspieler jetzt mal so. Ne? Ja. Ja. Wenn ich einen Saturn an Saturn-Auszeichnung kriege, Saturn ist Satan, ne? Ist klar. Ja, das ist echt irre. Ja, oder ein Phoenix Film Critics Award. Also Phoenix ist dann halt der, ne? Guck mal die Queen-Folgen mit dem Phoenix über dem Logo. Das hat schon einen Grund, warum wir so viele Folgen machen müssen. Ja, und hier zum zweiten Mal bei Lord of the Rings, The Two Towers, Online-Film, Critics Society Award for Best Cast, darüber MTV Movie Award for Best Fight, ja, Ja. Attack of the Clones, für den besten Kampf. Ja, da überleg mal, da war der 80, 2002. Ja, aber da ist der natürlich wie für gemacht, ne? Ja. So, ich glaube, hier sind wir damit durch für heute, ne? Ich Damit wir in denke die auch, das war, Biografie glaube ich, kommen. in dieser Folge, die hat angefangen mit Quo Vadis, ging dann weiter über die ganzen Geschichten mit den Kardinälen im Hause Carandini, mit den Bildern, dann halt auch mit den Verbindungen. Ich hoffe, das war jetzt mal eine bunte Lesung und ich hoffe, und auch jetzt hier mit Carandini, Verbindung zu den Jesuiten, dann die Verbindung mit Douglas Fairbanks Junior, dann die Verbindung zum König von Schweden. Also, bitte, in der Folge, in der Reihenfolge, in der Häufigkeit, weil, also habe ich bis jetzt noch niemanden gefunden, der so dermaßen wirklich so ergiebig ist und wo man wirklich sagen kann: guck mal hier, der kann nur eine absolute erzkatholische Agenda haben. Und das sieht man an seinen Früchten, finde ich zumindest. Und das war es halt hier in der 184. Folge mit einem kleinen Schnelldurchlauf und halt auch mit den Hintergrundinformationen, wo denn halt wirklich die Wurzeln dieses Menschen liegen. Von Barbarossa bis zu dem britischen Königshaus, König von Schweden. Klar kennt man sich dann da mit dem König von Schweden. Woher hat der König von Schweden denn seine Wappen und seine ganzen Titel und seine Berechtigung her? Alles aus derselben Quelle. Alles aus einer römisch-katholischen Quelle. Ich weiß, dass in Schweden die Kirche sich da teilweise anders dargestellt hat, aber wir leben jetzt im Jahre 2020. Und wir reden jetzt hier über eine Begegnung, die 1950er stattgefunden haben. Das ist 70 Jahre vorher. Und diese Geschichten, die sind hunderte von Jahren alt und da erinnert man sich nicht mehr dran. Man erinnert sich ja heutzutage schon kaum, was vor 30, 40, 50, 60 Jahren war. Überlegt mal, könnt ihr euch eine Situation vorstellen, wo sich 500 Menschen auf einem Platz, natürlich im entsprechenden Abstand, versammeln und keiner hat ein Smartphone dabei. Im So entsprechenden Abstand. eine Situation ist aber vor 20 Jahren da gewesen. Oder ohne Telefon, vor 30 Jahren da gewesen. Da musste man sich dann tatsächlich an die Zeiten halten, die man dann den Eltern oder jemand anderem versprochen hat. Da konnte man nicht immer eben irgendwie simsen oder WhatsAppen oder was weiß ich. Und wenn man sich jetzt überlegt, die meisten Menschen, die heutzutage jetzt gar nicht ins Berufsleben starten, die können sich ein Leben ohne Smartphone nicht vorstellen. Jetzt überlegt mal, was das heißt, jetzt mal 30 oder 50 Jahre vorher, wo dann irgendwelche gelben Kästen standen, wo man einen Groschen reingeworfen hat und dann eine Wählscheibe gedreht hat, um endlich mal die Tante Anna anzurufen. Jetzt überlegt euch mal, was das heißt, wenn man jetzt anstatt 30 oder 40 Jahre zurück, 400 Jahre oder 800 Jahre zurückgeht. Das ist unvorstellbar. Und damals haben also auch Menschen wie die italienische Familie Carandini ihre Adelstitel bekommen. So weit geht die Geschichte zurück. Und das hat der Herr Christopher Lee gar nicht großartig an die Glocke gehängt. Der hat ja auch gesagt, er hätte nur 4 oder 5 okkulte Bücher. Und ansonsten müsste er ja in einem Bad leben. Klar. Wer da als alles an den großen Zufall glaubt, dem sage ich nur, ich kenne ein Buch, wo die Wahrheit drin steht. Und ich weiß ganz viele Bücher, wo halt einfach nur Müll drin steht. Und es ist ganz, ganz schwierig bei Christopher Lee hier wirklich auf der Spur zu bleiben. Und ich hoffe, ich bin dann einigermaßen ein vernünftiger Pilot, der euch durch das Dickicht dieser ganzen okkulten Geschichten da leitet. Und dass wirklich dann jeder klar ist, dass Christopher Lee kein normaler Schauspieler ist. Keiner. Und einige andere auch nicht. So wie Douglas Fairbanks, ne?
Aber ich hoffe, dass es dann weiter spannend bleibt, dass man wirklich sieht, dass die Bibel die einzige Quelle der Wahrheit ist, weil wir messen an der Bibel alles. Und deswegen können wir auch die ganzen Geschichten hier von Simon Magus und von diesen ganzen Verfolgungen der Albigenser und so weiter dann auch Rückschlüsse ziehen auf die Gesinnung der Menschen, die mit gerade solchen brutalen, gewaltverherrlichenden Kreuzzügen betraut gewesen sind und die dann später in Form beispielsweise von Christopher Lee eben dann geistliche Kreuzzüge machen, indem sie Propaganda machen und die Leute bezahlen da viel Geld für ihre eigene Indoktrination, für ihre eigene Unterhaltung im Kino. Und ich gebe zu, ich habe auch genug Filme von Christopher Lee gesehen. Mindestens 10 Stück. Mindestens. Und dieser Mensch hatte eine entsprechende Ausstrahlung und die ist ihm gegeben worden. Und er hatte eine entsprechende Agenda und Aufgabe. Und ich denke, die ist heute, spätestens heute, klar geworden, dass das eine römisch-katholische ist. Und die sind verantwortlich für Millionen Tote in den Kreuzzügen und auch in den Inquisitionen. Auch wenn ich weiß, dass es hochrangige Theologen gibt, die dann behaupten, es gibt nur 80 oder 90 Tote in den Inquisitionen. Habe ich alles schon hier, habe ich alles gelesen, kenne sogar den Namen der Menschen und so. Aber die wahre Geschichte ist die, die sich aufgeschrieben worden ist zu der Zeit, wo es sich ereignet hat. Und nicht diejenige, die dann von heutigen Revisionisten in irgendeiner Art und Weise uns anders erzählt wird. Es gilt das Erste, was aufgeschrieben worden ist. Ihr fragt ja auch die Augenzeugen bei einem Ereignis und nicht die Leute nach dem Motto so, ich frage ja nicht jemanden ein paar hundert Jahre später, hör mal hier, kennst du jemanden, der damals dabei gewesen ist und stille Post? Das funktioniert nicht. Man muss immer die ersten Augenzeugen fragen, wie beispielsweise in der Bibel eben die 4 Hauptevangelisten. Und damit sind wir genau beim Thema. Ja, bei so viel Satanismus und so viel Blutvergießen und Kreuzzügen und so weiter bleibt nur ein Buch über. Und da der Jörg sich jetzt schon ausgeschaltet hat, vermute ich mal, dass er mir das Schlusswort überlässt. Ich habe mich nicht ausgeschaltet. Ach, du hast dich nicht ausgeschaltet. Nein, ja, dann gebe ich mal über. Dann gebe ich jetzt mal über. Ich habe es dann falsch gehört. Ich habe gerade so Knacken gehört. Okay, ja, dann war das kein. Ich habe das Mikrofon hochgeschoben, dass das wieder gut vor dem Mund sitzt, weil ich wollte noch was sagen. Dann ist jetzt der Jörg dran und ich sage jetzt einfach mal, lest eure Bibel und vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt uns gewogen. Auch bis zum nächsten Mal und hört euch bitte unbedingt an, was der Jörg jetzt noch an Kommentaren beisteuert. Ist ja lieb, dass du das selbst beschließen wolltest. Nur ich sitze schon die ganze Zeit, während du erzählst, mit einem Gedanken, den ich gerne noch loswerden wollte. Und das war, du hast es selbst nochmal erwähnt, dieses Werk Cuvades von Anfang, wo wir darüber gesprochen hatten. Das heißt ja, wohin gehst du? Und wohin gehst du, kann mit dieser Serie ganz einfach beantwortet werden, wenn man die Bibel zur Hand nimmt. Da ist der Weg, den wir beschreiten sollen. Da sollen wir hingehen. Ob man das jetzt auf Lateinisch sagen muss, Cuvades, oder ob man das auf Deutsch sagt oder auf einer anderen Sprache, spielt keine Rolle. Aber wichtig ist, dass diese Serie dazu beitragen soll, euch aufzuzeigen, dass ihr euch dafür entscheiden sollt, den schmalen Weg der Erlösung zu wählen, anstatt den breiten Weg der Verdammnis, den solche Leute wie Christopher Lee und die anderen, die wir hier in dieser Sendung besprochen haben, ich fange jetzt nicht an, die ganzen Namen aufzuzählen, ich kann es auch nicht, ich habe sie nämlich alle nicht behalten, für euch asphaltieren, wo sie die Steine legen, the yellow brick road, wie es so schön im Englischen heißt, ja, der breite, goldene, golden gepflasterte Weg. Das heißt nämlich Yellow Brick Road, wenn man es richtig versteht. Ja? Und wir wollen, dass ihr den schmalen Weg nehmt zur Wahrheit. Und deswegen müssen Michael und ich euch wirklich die Frage stellen. Cuvades, wo gehst du hin? Nimmst du den Weg, den wir euch aufzeigen, wo wir euch hier an der Bibel gemessen zeigen, was für eine böse, böse Welt das ist, in der wir hier leben? Wollt ihr da für immer drin verbleiben? Wollt ihr im ewigen Feuersee enden? Oder wollt ihr lieber zu Jesus Christus in das fantastische Königreich kommen, wo keine Krankheit, keine Lüge und einfach nichts Unwahres ist, sondern alles nur Liebe und das ewige Leben? Also ich wähle das Zweite und ich kann von daher die Frage, die wir am Anfang dieser Serie gestellt haben, oder am Anfang dieser Sendung hier gestellt haben, Entschuldigung, Cuvades, damit für mich beantworten. Ich hoffe, dass ihr es auch könnt. Und dafür müsst ihr in der Zwischenzeit in diesem fantastischen Buch die Bibel regelmäßig studieren. Und deswegen bleibe ich bei meinem Aufruf. Bitte, möge Gott euch behüten, beschützen und segnen. Und ihr lest in der Zwischenzeit sein wahres, unverfälschtes Wort. Lest eure Bibel. Maranatha.
they said.